Herzlich willkommen zu Religion im Gespräch. Heute beginnen wir mit dem ersten Gespräch 2024 eine neue Reihe, nämlich Basics. Also Grundlagen, Grundfragen, Grundprobleme der Religionen und des interreligiösen Dialogs. Und das erste Thema hat zu tun mit der Jahreszeit und einem wichtigen Thema in Deutschland. Das erste Thema ist Ramadan. Der Ramadan beginnt nächsten Monat, im März 2024. Und was das ist, lernen heute die Kinder in der Schule. Wir wollen fragen, was genau heißt Ramadan für die Muslime? Wodurch zeichnet er sich aus? Was ist erlaubt? Was ist verboten? Und welchen geistlichen Sinn hat er? Und ich freue mich, dass wir das heute diskutieren mit einem Imam, der aus Berlin angereist ist. Herzlich willkommen, Shajil Khalid. Danke sehr. Hallo. Danke für die Einladung. Sie sind, ein paar Worte zu Ihnen, Sie sind Imam der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Berlin und dort für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, auch für die Kontakte zur Bundesregierung. Von Haus aus Hessen, in der Nähe von Frankfurt und haben studiert dort, wo die Ahmadi-Imame in der Regel studieren, nämlich an ihrem großen Institut in Riedstadt, südlich von Frankfurt. Ne? Exakt. Ja. Und Sie sind, wir haben es gerade eben im Vorgespräch diskutiert, Sie sind an der berüchtigten, berühmten Moschee in Berlin, um die es damals so viel Aufmerksamkeit und Wirbel gab und inzwischen nicht mehr, soweit ich weiß. Ja, inzwischen gibt es sie schon seit 15 Jahren, jetzt sogar 16 bald. Ja. Und das hat sich wie bei allen Moscheen sehr schnell gelegt und die Leute haben gemerkt, das ist eine unglaubliche Bereicherung für die Stadtgesellschaft, für die Zivilgesellschaft und sowas auch bei der Moschee. Ja, ja, so ist es hier in Hannover auch gewesen. Ja. Noch ein Wort, wir reden heute nicht über die Ahmadiyya, was man könnte und was wir in dieser Reihe auch noch tun werden, aber wir wollen sprechen über Fasten und das geht, weil ihre Regeln für das Fasten sich nicht vom sunnitischen Hauptstrom unterscheiden. Ja, also wir werden es wahrscheinlich eingehender noch besprechen, dass generell das Fasten bei fast allen islamischen Strömungen identisch ist. Da gibt es nicht große Unterschiede. Ja. Also sogar auch mit den Schiiten, wo es ja einige Unterschiede gibt, in anderen Lehrmeinungen ist es hier ziemlich einheitlich. Und bei uns, weil wir uns zu dem sunnitischen Strang zählen und also auch an die vier Kalifen glauben, die vier rechtgeleitet nach dem Propheten Mohammed, Friede sei auf ihm, ist es eigentlich identisch. Ja, also es gibt eben jetzt für die, man kann sich merken, im Grunde keine Unterschiede, was das Fasten anbetrifft. Jedenfalls nichts, was man jetzt wissen müsste als Lehrkraft in der Schule oder so. Ja. Ja. Im Wesentlichen gleich. Ja. Wo ich Schule sage, die Kinder lernen heute in der Schule. Ich versuche mal, die Muslime fasten, während es hell ist und sie essen, wenn es dunkel ist. Das ist gut zusammengefasst. Ist es richtig oder eigentlich stimmt es nicht genau? Es ist ein bisschen vereinfacht, einfach zum Verständnis. Ich glaube, man muss sich das mit den Gebetszeiten ein bisschen veranschaulichen. Und zwar beginnt das islamische Morgengebet nach der Morgendämmerung. Also man fastet quasi ab der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Also quasi noch vor Sonnenaufgang fängt man an zu fasten. Und Morgendämmerung ist auch ein bisschen kompliziert. Da gibt es so drei Phasen. Da gibt es die astronomische, nautische, bürgerliche. Und da gibt es so drei Phasen. Aber der Koran hat das eigentlich sehr einfach gemacht. Damals gab es diese wissenschaftlichen Methoden nicht. Er hat einfach gesagt, schau mal, du beginnst dann zu fasten, wenn man einen schwarzen Faden von einem weißen Faden unterscheiden kann. Mhm. Also wenn die Morgenröte so deutlich ist, dass du die beiden Fäden voneinander unterscheiden kannst, dann beginnt quasi die Fastenzeit. Also ganz praktisch. Das macht heutzutage keiner, dass er quasi zwei Fäden nebeneinander stellt. Ja. Aber man hat diese Rechnungsmethoden und die meisten orientieren sich quasi an die nautische Morgendämmerung. Das wäre jetzt, zurzeit haben wir um 7.50 Uhr Sonnenaufgang, das ist so ungefähr anderthalb Stunden vorher. Das heißt, wenn wir jetzt fasten würden, wäre es ungefähr 6.20 Uhr. Ja. Ne? Und dann wäre der Fastenbeginn bis Sonnenuntergang. Ja, und das Ganze ist einfach deshalb, weil Sie heute eine elektronische Nachricht bekommen und die Atomuhr Ihnen das sagt? Oder wie läuft das praktisch? Ja, also bei den meisten Moscheen ist es so, die Gemeinden planen quasi schon vorher den ganzen Monat voraus, wann ist quasi Suhud, das nennt man quasi den Fastenbeginn, und wann ist Iftar, das Fastenbrechen. Mhm. Die Zeiten stehen und die jeweiligen Gebetszeiten und dann hat man quasi den ganzen Plan für den Monat. Einige benutzen Apps, andere benutzen quasi so einen Wecker, der dann so eine Erinnerung einschaltet. Aber es ist meistens ganz einfach, weil man sich diese zwei Zeiten merkt und die sowieso mit den Gebetszeiten verbunden sind. Mhm. Und die Gebetszeiten richten sich auch an die Sonne, nach der Sonne. Ja. Und deswegen ist es eigentlich ganz einfach zu merken. Ja.
Insofern nicht ab Sonnenaufgang, sondern ab der Dämmerung. Genau. Ab der Dämmerung, also viel früher noch. Und ja, eine anderthalb Stunden vorher ungefähr. Ne? Da beginnt das. Ne? Und entsprechend dann, wenn der Ramadan im Hochsommer liegt oder im, auf der Sommersonnenwende, wie wir es jetzt vor ein paar Jahren hatten, dann sehr frühe Fastenzeit. Sehr früh. Ja, also ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war dann Fastenbeginn um 3:45. Viertel vor vier. Noch morgens. Sportlich. Dann, das ist für ein Frühstück sportlich. Für ein Frühstück sportlich. Ja. Ne? Dann nimmt man meistens auch so eine leichte Kost zu sich. Ja. Und es gibt Muslime, habe ich gelernt, die sagen, das ist mir zu anstrengend. Ich bleibe dann im Grunde die Nacht wach und esse dann und lege mich dann schlafen. Auch solche Modelle gibt es, ja. Das ist theologisch ein bisschen bedenklich, weil im Ramadan ist es vor allem so, dass man sich natürlich spirituell stärkt. Ja. Und da gibt es ein ganz besonderes Gebet, das ist das Nachtgebet, und dafür ist eine Bedingung, dass man schläft. Und dann wirklich eine Anstrengung unternimmt und dann auch sichtbar ist. Und so Ramadan generell ist natürlich auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden und mit einer Mühe. Und deswegen ist es nicht ganz d'accord mit den theologischen Inhalten. Ist eine Grauzone, könnte man sagen, aber es ist praktisch, so real soziologisch gesehen, dass es viele Menschen gibt, die dann einfach sagen, so, ich gehe um null schlafen gewöhnlich und dann muss ich um drei aufstehen prinzipiell. Ja. Das ist mir ein bisschen zu knapp, dann mache ich durch. Ja. Aber richtig wäre es eigentlich, wenn man dann schläft, ein bisschen früher schläft und dann morgens aufsteht. Ne? Damit die Anstrengung... Genau, damit, das, ne, damit dann gewisse Anstrengung da ist. Auch, also Ramadan lernt ja auch viel Disziplin. Wir werden sicherlich auch auf den Sinn eingehen. Mhm. Und gerade diese Selbstdisziplinierung ist auch ein ganz wichtiger Faktor im Ramadan. Und das kommt eigentlich damit einher, ne, dass man da auch schlafen sollte. Und Ramadan ist nicht dazu da, dass man irgendwie den Alltag komplett umkrempelt und dann Schlafmangel hat, sondern dass man gewisse Zeit nutzt, um auch quasi die spirituellen Kanäle in sich zu stärken. Ja. Wir kommen gleich dazu. Ja. Noch die Frage mit der Terminierung. Was mir häufig begegnet ist, dass Leute sagen, ich habe hier zwei Kalender und da stehen zwei unterschiedliche Daten drin. Die einen beginnen da. Was stimmt denn jetzt? Also wo kommt das her, dass das nicht so ganz klar ist, auf wann der eigentlich beginnt? Also jetzt welcher Wochentag? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil wir richten uns hier im Westen nach dem gregorianischen Kalender. Der richtet sich nach der Sonne und der islamische Kalender richtet sich nach dem Mond. Und das gibt dann manchmal so einen leichten Dissens und Widerstreit zwischen den beiden, weil die anders berechnet werden. Also der islamische Kalender fängt quasi mit dem Hilal an, also quasi der neuen Mondsichel, dem Neumond vom nächsten Neumond. Das ist quasi ein Monat im islamischen Kalender. Ja. Und die Berechnung ist anders als beim gregorianischen Kalender. Und dann kommt noch hinzu, was Ramadan betrifft, dass viele sich dann nach ihrem Heimatland orientieren. Die sagen, in Saudi-Arabien wird jetzt an dem Tag gefastet oder in Marokko, Ägypten. Deswegen fasten wir auch an dem Tag. Und das ist theologisch deswegen bedenklich und falsch, weil es eine Überlieferung gibt in Tirmizi. Das ist eines der sechs authentischen Bücher der Sunniten, wo es heißt, dass jemand kam nach Medina aus Syrien. Zur Zeit, jetzt, das war von der Abbasidenzeit, nach den vier Kalifen. Und hat dann gesagt, da hat jemand aus Medina gefragt, ja, wann hast du denn gefastet? Und er hat gesagt, ich habe Donnerstag angefangen. Na, Donnerstag habe ich den Mond gesehen, Freitag habe ich angefangen. Da meint hier unser Imam, Muawiyah, der hat Freitag den Mond gesehen, hat Samstag angefangen. Du musst dich nach dem Imam richten, also nach Medina, auch in Syrien. Und er hat dann gesagt, es gibt eine Überlieferung des Propheten, wo es heißt, Likulli baladin ru'yatu. Das heißt, dass jedes Land sich nach der eigenen Sichtung orientieren soll, ne, nach der eigenen Mondsichtung. Ja. Und deswegen, theologisch ist es so, dass man in seinem Gebiet, in seinem Land schauen sollte, wann der Neumond sichtbar ist und dementsprechend fasten sollte. Ja. Und jetzt gibt es hier auch nochmal so eine leichte Komplikation. Das ist nämlich in Deutschland so, dass oft Schiiten, Sunniten und auch wir oft Dissens haben darüber, wann beginnt Ramadan, wann ist der Neumond da. Weil einige sagen, okay, auch bei der Mondsichtung gibt es quasi nochmal eine astronomische Sicht, wo man sagt, jetzt ist der Neumond da. Und dann gibt es aber nochmal eine Unterscheidung, die wir machen, ist, wann ist der Neumond auch so da, dass man ihn sehen kann mit dem bloßen Auge. Weil das die koranische und auch quasi islamisch-theologische Bedingung ist, aus den Überlieferungen. Und viele machen das so, dass sie es dann, wenn sie es wissenschaftlich berechnen, einfach schauen, wann ist der Neumond da, wissenschaftlich gesehen. Und die anderen schauen, wann ist er so da, dass man ihn mit dem Auge auch sehen kann. Ja.
Und dann entsteht so eine leichte Abweichung von fast einem Tag. Und deswegen passiert es dann tatsächlich ein paar später anfangen. Ja. Und das gibt es immer noch oder hat es das? Gibt es immer noch. Ja, ja. Ich hörte verschiedentlich, dass es Versuche gibt, dass man sich einigt auf einen Termin, um die Verwirrung abzustellen, aber funktioniert nicht, oder? Ja, es funktioniert einfach deswegen nicht, weil es verschiedene Strömungen gibt und die halten an einer bestimmten Tradition fest. Ne? Ja. Wir werden ja. sicherlich noch ein bisschen auch über die Rechtsauslegung kommen und da sieht man noch da ein paar Unterschiede, was da die Mondberechnung betrifft. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Lehrerin bin und sowas, raten Sie, was mache ich? Einfach eine, einfach eine Entscheidung treffen oder in meinem Kalender glauben, also, meinem interreligiösen, den ich habe? Oder? Ja. Also als Theologe würde ich sagen, die Überlieferung ist ganz klar, wo es heißt, dass man von man Shahida minkum shahar falyasum. Das heißt also, wer von euch das sieht, ne, Shahida ist, wenn du siehst, dann soll er anfangen zu fasten. Das heißt, man sollte sich an den Kalender bestenfalls orientieren, der die Mondberechnung nach dem Auge auch ausrichtet, wann es sichtbar ist für den Und das Menschen. Ist im Zweifel das Spätere, nehme ich an, Genau, das ist im Zweifel das Spätere. Datum. Genau. Ja. Ne, deswegen ist oft bei uns so, dass wir einen Tag später sogenannte Zuckerfest haben, das Eid al-Fitr, weil wir uns daran richten, an diese Überlieferung. Aber es gibt eine schöne Überlieferung im Koran, wo es heißt, die Religion ist als Erleichterung geschaffen. Mhm. Und es kommt auf die Absichten an, letzten Endes. Mhm. Deswegen, ich glaube, es ist wichtiger, die Essenz zu betrachten. Aber klar, das Initiale ist auch wichtig. Und dementsprechend sollte die Ausgangslage auch richtig theologisch sein. Mhm. Es ist ja eben, wenn Sie jetzt eine Einladung machen wollen, anlässlich des Ramadans, müssen Sie den Termin genau bestimmen. Da fängt schon an. Da wird es dann schwierig. Da kann man dann auch natürlich raten, macht es großzügig, dass beide Tage dann nicht betroffen sind, dann ist es klug. Ja. Aber die Verwirrung, habe ich verstanden, wird man nicht ganz los und sie hängt also praktisch landsmannschaftliche Fragen und auch der Unterschied zwischen dem Sehen mit bloßem Auge und dem, was die Astronomen einfach sagen, aber was man noch nicht sieht. Genau, das ist quasi so ein wissenschaftlicher, auch Dissens, der da vorliegt. Fasten heißt nicht essen und nicht trinken. Sogar weiter, nichts konsumieren. Nichts also das heißt, jemand, der Raucher ist beispielsweise, der raucht auch in der Zeit dann nicht. Das heißt, so eine Fastenzeit ist im Durchschnitt jetzt ungefähr 12 Stunden. Na, wir haben jetzt von der Sommerzeit gesprochen, da war es 15, 16 Stunden sogar. Das heißt, in der Zeit konsumiert man nicht, man hat auch keinen Geschäftsverkehr in der Zeit. Aber das Wichtige ist, das sind quasi die oberflächlichen Sachen. Ja. Na, das Wichtige eigentlich ist, das hat der Prophet gesagt, derjenige, der sich nicht von eitler Rede fernhält, der sich nicht vom Lügen fernhält, der andere Leute beschimpft und in Streit sucht, dessen Hunger und Durst hat vor Allah keinen Wert. Na, das ist eine authentische Überlieferung, die wird 2-3 Mal auch in verschiedenen Wortwahlen noch wiederholt. Und das ist, glaube ich, die Essenz, die man beachten muss, dass man eine moralische und spirituelle Weiterentwicklung hat. Na, das Dursten und das Hungern ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Das muss man sich auf jeden Fall vergegenwärtigen. Es geht so weit, dass der Prophet gesagt hat, wenn jemand dich beschimpft und den Streit sucht, dann sag, ich faste. Das quasi für ihn deutlich wird, ich bin in einem Fastenzustand, in einem heiligen Zustand quasi, in einem Zustand, wo man sich spirituell steigern möchte. Deswegen halte ich fern von diesem eitlen Verhalten. Also der Inhalt ist wichtiger als die Form. Ja. Und die Form wird aber eingehalten, wenn Sie sagen... Ja, das bedingt sich, ne? Nicht rauchen, jetzt mal unter uns gefragt, funktioniert das? Das funktioniert. Also das stelle ich mir jetzt. Das funktioniert. Das ist für viele sogar ein Grund oder ein Anlass, einfach mit dem Rauchen auch aufzuhören oder das zu reduzieren. Ne, die benutzen das auch. Viele haben ja, also wenn Leute rauchen, dann haben die oft das Problem, sich davon loszulösen. Viele wollen es ja ab einer gewissen Zeit. Und da ist Ramadan ein gutes Mittel. Ja, weil man quasi so einen moralischen Impetus auch hat. Ne, jetzt da quasi da anzufangen, ne, in dem Bereich. Ja. Mit diesen Regeln ist aber das Feld grob beschrieben. Also mehr muss man nicht wissen. Essen, trinken, konsumieren, rauchen, Geschlechtsverkehr, haben Sie gesagt. Ja. Das ist also sehr simpel. Also es gibt so eine Faustregel, die viele haben. Alles, was reingeht, bricht das Fasten. Was rauskommt, bricht nicht unbedingt das Fasten. Beispielsweise, wenn jemand erbricht oder blutet, das eine leichte Blutung ist und ein leichtes Erbrechen, dann kann er trotzdem weiter fasten. Das ist dann eine Sache der individuellen Entscheidung. Wenn jemand sieht, okay, das beeinträchtigt meine Gesundheit, dann sollte er definitiv aufhören. Aber das Fasten ist nur im gesunden Zustand erlaubt. Ja. Und dann ist es quasi ein Ermessen des jeweiligen Individuums, des jeweiligen Fastens.
Also es gibt Ausnahmen, genau definiert sind? Die auch sehr genau definiert sind, wo natürlich mit der Zeit dann noch neue Fragen entstehen. Aber es gibt ganz klar die Beschränkungen, da sind sich auch die Rechtsschulen einig, dass Leute, die geistig und auch körperlich nicht komplett ausgereift sind, dass sie nicht fasten dürfen. Also man muss eine gewisse geistige und körperliche Reife haben. Viele definieren das auch mit 15. In islamischen Ländern ist man so quasi mit 15 volljährig. Ja. Hier ist es ja mit 18. Ja. Dass da viele sagen, ja, 15 ist so eine Orientierung. Die Pubertät kann man langsam anfangen, das Kind oder den Jugendlichen zu trainieren, dass er ein bisschen fastet, aber nicht durchgehend. Mhm. Und dann, wenn er wirklich körperliche Reife erlangt hat, dass er dann durchfastet. Dann gibt es aber ein paar Ausnahmen, kranke, alte Leute, schwangere Leute, Frauen, die in der Periode sind, Leute, die reisen, dass die dann auch nicht fasten dürfen. Ne? Ja. Leute, die irgendwie chronisch krank sind beispielsweise auch, die sind dann ausgenommen vom Fasten. Ja. Und Kinder jetzt mit 8, 9, wenn sie sagen ab 15, das hört man häufig in den Schulen, dass dann Mädchen, Jungs kommen, die ganz früh streng fasten wollen. Ja. Das ist falsch. Ne? Also das ist leider ein großer Trend, dass es immer mehr Leute so ein bisschen als Tradition machen. Dass sie sagen, ja, mein Kind ist da, das muss fasten, das ist redlich. Ja. Aber es konterkariert eigentlich den Sinn des Fastens. Und wie gesagt, das ist ja dazu da, dass man eine Nahrung, quasi die körperliche Nahrung reduziert und die geistige mehrt. Und ein Kind, das kann ja seine Entwicklung schaden. Das ist auf jeden Fall nicht förderlich. Und deswegen ist es auch von den Rechtsschulen her so relativ einig, dass man sagt, man muss balig, sagt man da. Man muss quasi reif sein, um fasten zu dürfen. Also so 14, 15, irgendwie. 14, so ein bisschen so. Pi mal Daumen. Ich hatte das erste Mal durchgefasst mit 17 zum Beispiel. Ja. Also das ist auch ein bisschen im eigenen Ermessen. Ne? Ja. Ja, also es gibt da Spielraum, aber nach der Tradition nicht zu früh beginnen, also nicht im Grundschulalter jedenfalls, sondern im Fortgeschrittenen. Im Grunde wenn ich jetzt evangelisch drauf schaue, so ein bisschen Konfirmationsalter wäre das bei stimmt, uns, ne? Genau, wäre so ähnlich. So, es ist einfach wichtig zu sehen. Was man religionsmündig dann nennt. Genau, ne? So Mündigkeit ist natürlich auch ein Schlagwort, das man ranbringen kann. Aber es ist ganz wichtig, in dem Vers, wo zum Beispiel auch die Ausnahmen erwähnt werden im Koran, das ist die zweite Sura, 188, wenn ich richtig in Erinnerung habe, wo es dann auch heißt, yuridu lahu bikumul yusr, also Gott will für euch Erleichterung. Ja. Wo Gott die Ausnahmen aufzählt, ne, wenn jemand krank ist oder auf Reisen ist, dann kommt dieser Vers. Und das heißt, Gott will für euch Erleichterung. Also habt einfach die Essenz vor Augen. Mhm. Nicht, dass ihr euch unnötig in Drangsal begebt, sondern es soll einen spirituellen Mehrwert vor allem haben, einen moralischen. Mhm. Und dann bringt es nicht, wenn ich mit 8, 9 faste, wo nicht mal das Gebet wirklich Pflicht ist, ne, dass man das dann ein Kind aufzwingt. Das ist leider ein zunehmender Trend, den man in vielen muslimischen Kreisen sieht. Ich habe es oft gehört, dass die Eltern sagen, die Kinder wollen das. Die wollen einfach dabei sein und wollen mitmachen und so und nicht am Katzentisch sitzen, wie man auf Deutsch sagt. Sondern Das ist eine richtige Feststellung. Ja. Das habe ich bei mir auch gesehen. Ich habe gesehen, meine Familie fastet und dann habe ich gesagt, ich möchte auch fasten, wie es bei so einem Kind ist, dass er neugierig ist. Mhm. Aber ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, unsere Eltern haben das dann so gehandhabt, dass sie gesagt haben, okay, du machst so quasi wie so ein Intervallfasten. Mhm. Ja, morgens fastest du mal mit uns mit, beim Suhoor, quasi beim Beginn. Dann isst du aber mittags eine Kleinigkeit und dann nochmal beim Iftar. Ne? Ja. Und da habe ich dann schnell gemerkt, okay, ich will doch nicht fasten. Weil es dann doch mit viel Drangsal verbunden ist für ein Kind. Es ist anstrengend. Ja, ich glaube, als Elternteil hat man eine gewisse Verantwortung. Man muss einfach schauen, dass man dem Kind dementsprechend gerecht wird und der Verantwortung gerecht wird und ihm auch erklärt, warum das noch nicht sinnvoll ist. Eine Frage, die sehr oft kommt, trinken. Gerade im Hochsommer, viele Leute sagen, das ist doch furchtbar ungesund. Warum kann man dann nicht sagen, komm, ich trinke mal ein Glas Wasser? Das ist eine häufige Frage, die gestellt wird, ne? Gerade was den Gesundheitsfaktor betrifft. Und das Interessante ist, es gibt das sogenannte Trockenfasten. Das ist sehr ähnlich dem islamischen Fasten. Mhm. Und da verzichtet man 15 bis 16 Stunden auf Essen und Trinken. Mhm. Ja, das ist sehr ähnlich wie dem islamischen. Und man hat da festgestellt, dass es unglaublich viele gesundheitliche Vorteile hat, ne? Vorzüge hat, wenn man das eine bestimmte Periode macht. Da heißt es sogar nicht, dass man Tag, sondern aneinandergereiht mehrere Tage lang Trockenfasten soll. Dann hat das eine unglaubliche Wirkung auf die Zellreinigung. Mhm. Also man nennt diesen Prozess Autophagie. Mhm. Das ist inzwischen auch ein wissenschaftlicher Konsens, wo dann die Zellen gesäubert werden, dadurch, dass dann weniger Nahrung, auch Wasser da ist, dass die Zellen sich nochmal regenerieren. Ja. Also deswegen viele, die zum Beispiel Krebszellen haben, das wurde nachgewiesen, dass diese Krebszellen geschwächt wurden, ne, durch das Fasten. Das hat unglaublich viele Vorteile, aber ich glaube, da können wir nochmal später auch darauf eingehen, wie vorteilhaft das ist. Und auch gerade das Dursten ist da sehr eng verbunden, weil Ramadan auch einen sehr großen sozialen Hintergrund hat, ne? Dass man sich hineinversetzen kann in Leute, die also quasi tagtäglich nichts zu essen, nichts zu trinken haben, damit man eine Empathiesteigerung auch hat. Ja.
Ja. Ja. Ausnahmen hatten wir. Ein berühmtes Beispiel, was auch jetzt häufig durch die Presse schon ging. Was macht der Profifußballer im Ramadan? Wenn ich jetzt sage, also tut mir leid, Herr Imam, ich verstehe die Regeln, aber es geht nicht. Ja. Ich laufe da 90 Minuten über den Platz. Ja, also das ist eine Sache, die letzten Endes jeder für sich auch entscheiden muss. Ne? Mhm. Wenn er wirklich sagt, aufrichtig, aus ganzem Herzen, ich haff das nicht, dann ist es sehr einfach. In dem Vers ist nämlich auch erklärt, dass man diese Rechnung, heißt es dort, dass man die dann in anderen Monaten vollzieht. Ne? Mhm. Also gerade wenn man quasi dann diese Erleichterung hat und fasten kann, dann sollte man das nachholen. Ne? Aber ich kenne auch viele, die auch im Profibereich sind und ihr Körper auch quasi dementsprechend in gewisser Weise abgehärtet ist und die das machen können. Mhm. Man muss es einfach individuell schauen, wie das für einen auch ist. Letzten Endes, wie gesagt, der Sinn ist ja auch eine gewisse spirituelle Steigerung. Und wenn man sieht, das schadet einem auch körperlich, dann wird das spirituell sicherlich nicht förderlich sein. Ja. Das eine bedingt das andere, Geist und Körper, ein Konnex, ein Tiefen. Und deswegen sollte man einfach schauen. Ne? Mhm. Wie gesagt, dieser Vers ist sehr entscheidend, wo es heißt, Gott will für euch Erleichterung. Man sollte es auch nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen und dann irgendwelche Ausflüche suchen, sodass es dann irgendwann null und nichtig wird. Aber man sollte einfach schauen, inwieweit das auch für den Körper förderlich ist. Ne? Ja. Also der Islam hat auch einen sehr starken Charakter, dass er schaut, wie ist die Situation. Also das nennt man in der islamischen Moralphilosophie nennt man das Amle Saleh. Das heißt, die islamische Moralphilosophie orientiert sich an der gegebenen Situation, dass man dort schaut. Mhm. Also es ist nicht so starr, sondern es ist ein bisschen dehnbar, dass man schaut, es gibt bestimmtes moralisches Gerücht, aber schaut, dass dieses Gerüst auch dann anwendbar ist auf die jeweilige Situation. Wenn ich ein Profifußballer ist, natürlich nochmal eine andere Sache. Beispiel ist jetzt auch Reisender. Ein Reisender ist ausgenommen. Aber jemand, der zum Beispiel als Job hat zu reisen, ne, der Zugfahrer ist, der Pilot ist, da ist dann nochmal eine andere Sache. Ja. Dann ist es ein Alltag. Ne, und dann sollte er auch fasten. Also es ist auch quasi ein Konsens unter den Rechtsschulen, dass es dann so gehandhabt wird. Ne? Also Sie sehen, da gibt es auch natürlich in der Rechtsauslegung viele Variationen. Und braucht man dann für alle diese Fälle immer also ein Rechtsgutachten, also eine Fatwa? Ja, eine nicht Fatwa, Die Fatwa ist ja nicht das, was man in Deutschland meistens denkt, mit Salman Rushdie verbunden, als wäre es ein Todesurteil, sondern ein Rechtsgutachten über so komplizierte Fragen. Ja. Oder kann ich das selbst entscheiden und sagen, ich mache das jetzt so? Ich glaube, es ist sehr stark so im Bewusstsein, gerade im Westlichen, dass man, aber auch in der islamischen Welt, dass man das sehr stark so als Gebots- und Verbotskultur sieht, ne? Die Religion. Und so starr ist es nicht. Wie gesagt, das Kernelement in der Religion, im Islamischen, ist innamal amalu biniyat, also die Taten hängen von der Absicht ab. Mhm. Ne? Also es ist sehr stark auch ein individuelles Ermessen. Also der Islam ist deswegen unglaublich schön, weil er versucht, Individuum und Gesellschaft zu vereinen und eine Balance zu schaffen. Das ist ja ein unglaublich sozialphilosophischer Diskurs jetzt in der Moderne, wo man sagt, ja, wir haben eine unglaubliche Säkularisierung, Liberalisierung und das Individuum wird zu sehr fokussiert und die Gesellschaft geht ein bisschen außen her. Und bei der Religion ist ja oft umgekehrt, dass man sagt, zu starker Kollektivismus und Vereinnahmung, Uniformierung. Und Ramadan ist auch ein unglaublich schönes Beispiel dafür, dass beides ein bisschen geeint wird. Man hat ein großes Gerüst, was quasi den Rahmen bildet, aber darin hat der Mensch eine gewisse Entscheidung. Ne? Und ich brauche jetzt nicht für alle Sachen einen Imam konsultieren und schauen, okay, was ist das Rechtsgutachten, jetzt gib mir das mal schriftlich. Es ist jetzt keine Jurisprudenz in dem Fall, ne? Dass man jetzt ein juristisches Gutachten braucht, sondern vielen Sachen einfach mal, das nennt man im Islam, istafti qalbak. Also frag einfach dein Herz nach einer Fatwa. Das ist auch eine schöne Sache, die von den Rechtsgelehrten kommt. Und bei manchen Sachen sollte man das, glaube ich, auch nicht zu streng sehen. Aber klar, man kann immer einen Imam konsultieren, man kann immer schauen, dass man dann eine Fatwa bekommt. Aber man sollte es nicht so schwarz-weiß sehen. Ich habe mal vor längerer Zeit schon eine Folge gemacht über Fatwa mit Rechtsgelehrten. Ja, und einer sagte, die nach seiner Kenntnis am häufigsten gestellte Frage wäre, darf ich mir im Ramadan die Zähne putzen? Stimmt, das ist eine sehr häufige Frage. Ja, das darf man tatsächlich, ja. Das hängt zusammen mit der Frage, ob da Wasser in den Mund geht. Also wie gesagt, es gibt halt eine Überlieferung, in der es heißt, dass Gott den Mundgeruch eines Fastenden mehr liebt als Moschus. Das ist so angenehm für ihn, ne, weil es ja quasi für Gott, also Fasten wird auch genannt, das ist eine Tat, die nur für Gott ist, aus Liebe zu Gott. Mhm. Und deswegen, daraus leiten einige ab, dass man sagt, ja, man sollte die Zähne nicht putzen.
Mhm. Aber es gibt mehrere quasi rechtliche Ansichten, islamisch-rechtliche Ansichten, die sagen, es ist überhaupt nicht verkehrt, wenn man auch Miswak oder so macht. Dann gibt es auch nochmal Diskussionen, sollte man mit Zahnpasta machen oder nicht. Also es geht sehr weit, aber da sage ich, man darf einfach die Essenz nicht vergessen. Ne? Wir verlieren uns oft in diesen oberflächlichen Diskussionen und vergessen dann den eigentlichen Kern. Ne? Da gibt es Leute, die fasten, aber schlafen dann den ganzen Tag oder sind dann gar nicht mit dem Gebet verbunden. Was bringt es dann, wenn ich mich über Zähne putze und ähnliches streite, aber die eigentliche Essenz... Äußerlichkeit. Das Äußerliche, das Oberflächliche. Das klingt jetzt für meine Ohren sehr evangelisch sozusagen. Ja. Es geht um den geistlichen Kern und nicht primär um die Äußerlichkeit. Das, wie gesagt, das ist ein Mittel zum Zweck. Ja, wenn man den Zweck sieht, sollte man nicht vergessen. Und der Zweck ist, das haben Sie gesagt, Anstrengung, geistliche Stärkung und auch Vorteil der Gesellschaft? Oder wie würden Sie es? Ich würde es, glaube ich, mal ein bisschen etymologisch versuchen zu illustrieren, ne? Weil Ramadan bedeutet wörtlich Anstrengung oder Hitze. Hitze trifft es eigentlich am besten, Rams heißt Hitze. Mhm. Und dann haben eigentlich die Exegeten das so abgeleitet, dass sie gesagt haben, es hat so drei Ebenen, ne, im Groben. Da gibt es mehrere, aber drei große, dass man sagt, einmal, es führt so eine Verbrennung zum Körper, dass man durstet. Und man einen unglaublichen Durst verspürt. Mhm. Die zweite Ebene, die ist sehr interessant, dass man sagt, durch diese Hitze ist eigentlich eine moralische und metaphysische Hitze gemeint, die Sünden läutert, des Menschen. Mhm. Also diese Hitze des Ramadan ist dazu da, um die Sünden zu läutern und Vergebung zu erhalten. Es gibt eine Überlieferung, in der der Prophet sagte, wie unglückselig ist der, der den Ramadan erlebt und trotzdem nicht Vergebung von Gott erlangt. Ne? Oder in anderen Überlieferungen heißt, übt euch in Frömmigkeit, damit ihr Vergebung im Ramadan erlangt. Das ist der Monat, wo dann die Engel quasi freigehalten werden und der Satan festgekettet wird, ne, allegorisch. Und ihr eigentlich die beste Situation habt, um euch selbst zu läutern, also eine Seelenläuterung. Und im Grunde durch die Hitze wird die Seele wie so praktisch das ist eine metaphorische, gesäubert, ne? Genau, im Grunde. Ne? Genau. Wie ich will jetzt nicht sagen wie Gold im Feuer, aber so, es klingt so ein bisschen so. Ja, das ist quasi das ganze Verbrennen, ne? den ganzen Schmutz. Und Sünde quasi damit gleichgesetzt. Und die dritte Ebene ist sehr interessant, dass quasi das Herz erwärmt wird für die Liebe und für die Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Und den Mitmenschen. Genau, also das ist eine sehr, sehr tiefe, metaphysische und in der islamischen Mystik veranlagte Idee, dass man sagt, das hat zum Beispiel der Gründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat gesagt, dass der Islam im Kern zwei Dinge lehrt. Gott zu dienen und der Menschheit zu dienen, beziehungsweise der Schöpfung zu dienen. Und der Ramadan ist deswegen quasi eine Zusammenfassung, so ein Konspekt aller islamischer Gebote, könnte man sagen. Ne? Der Mondkalender wird mit dem Sonnenkalender vereint, ne? dann das Individuum und die Gesellschaft wird zusammengebracht. Mhm. Man fastet oft auch, man bricht das Fasten oft auch in Gemeinschaft. Ja. Ne? Und lädt die Armen ein und die Nachbarn. Oder die Nachbarn so, ein. Ne? Mhm. Dann einen sehr starken sozialen Charakter, weil es in der Überlieferung heißt, der Prophet hat unglaublich viel gespendet, Almosen gegeben in der Zeit, mehr als in den anderen Monaten. Und das hat einen tiefen Sinn, weil das ist ein natürlicher Analogieschluss, wenn ich nichts esse und trinke, dann merke ich, wie es wirklich den armen Leuten geht. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, wir haben so ein bisschen so eine Abstumpfung in der modernen Gesellschaft, weil so ein starker Konsumdrang ist. Also Adorno hat das sehr schön beschrieben mit der Kulturindustrie. Er hat gesagt, wir haben so eine starke Kulturindustrie, die so stark uns auf Konsumismus reduziert, dass wir die Möglichkeit für Selbsterkenntnis und Selbstreflexion verlieren, ne, diese Fähigkeit verlieren, weil wir so stark im Konsumismus verharrt sind. Und der Ramadan ist eine unglaubliche Auszeit aus diesem ganzen Konsum. Wir sind von so vielen Reizen umgeben, dass er sagt, so, hey, besinn dich mal auf dich, auf Gott, auf die Mitmenschen. Mhm. Weite deine Sicht, weite deine Perspektive. Und das passiert automatisch. Ne, wir sehen es ja zum Beispiel ganz aktuell im Krieg in Gaza, ne, dass Leute das Leid in Gaza einfach dadurch reduzieren, dass sie sagen, diese Zahlen sind verfälscht und das alles. Mhm. Man sieht das Leid, aber man kaschiert es einmal durch Zahlen und dann doppelt in dem Sinne, dass man sagt, ja, diese Zahlen sind auch nicht vertrauenswürdig. Also das Leid wird doppelt ignoriert. Mhm. Und da ist so eine Abstumpfung, die wir gerade in der aktuellen Debatte sehen. Und da ist Ramadan ein unglaubliches Heilmittel, weil er sagt, hier, läutere dich selbst und fühl mal, was ein Mensch spürt, wenn er nichts zu essen hat, wenn er nichts zu trinken hat. Also mitfühle, mitleiden. Mitleid, mitfühlen. Ne? Das ist ein ganz großer Antrieb, der da gesetzt wird. Mhm. Ne? Und da gibt es aber noch zwei, drei weitere Ebenen, weil wir Gesundheit vorhin hatten. Mhm. Es ist zum Beispiel historisch, wissenschaftlich, empirisch nachgewiesen, dass Leute, die einen Trockenfasten, also so wie das islamische Fasten begehen, dass sie so ein Fastenhigh erleben, wird das beschrieben.
in den wissenschaftlichen Dokumenten. Das heißt, Serotonin hat einen unglaublich großen Ausstoß. Also dieses Glückshormon quasi. Und da erleben dann viele Leute, die dann mehrere Tage, diese Zeit von 12 bis 15 Stunden fasten, so einen spirituellen Kick. Und sagen, wir haben eine ganz andere Empfänglichkeit für Spiritualität. Und das ist sehr interessant, weil zum Beispiel der Faisal Messias, der Gründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat, gesagt hat, reduziere die eine Nahrung, also die körperliche, damit die geistige zunimmt. Ja. Also er hat gesagt, da ist eine Korrelation, eine Bedingtheit zwischen beiden. Und das wird sehr stark deutlich durch diese wissenschaftliche Erkenntnis. Ja. Und ich glaube, eine große Lehre, die wir jetzt angesichts der großen Konflikte haben und auch der gesellschaftlichen Spannung ist, dass der Ramadan lehrt, verzichte auch mal auf dein Recht. Du hast einen vollen Kühlschrank. Du könntest zugreifen. Du könntest essen. Aber verzichte mal darauf für einen höheren Zweck. Also quasi Gottes Liebe zu erlangen. Und ich verzichte auch darauf, Sie haben gesagt zu Beginn, ich will streiten, Sie sagen nein, ich faste. Also ich verzichte auch auf juristische Auseinandersetzungen. Genau, auf diesen Widerstreit, ne, der dann da ist, auf diesen Dissens und diese Reibungen, dass man einfach sagt, ich lege mal mein Ego ein bisschen ab, mein eigenes Ich ein bisschen runterschrauben, weil wir ja so stark haben. Ne? Man spricht ja so quasi von einer narzisstischen Gesellschaft, ne? Gesellschaft der Singularitäten, wie Rickwitz gesagt hat, wo also quasi immer das eigene hervorgehoben wird. Und das lehrt der Ramadan unglaublich schön, dass man sagt, hey, nehm dich mal ein bisschen zurück, du bist nicht das Wichtigste, nicht der Mittelpunkt des ganzen Seins. Was ja sehr stark auch so durch Social Media bedient wird, ne? Dass man sich immer porträtieren und profilieren möchte. Ja. Und das ist eine unglaubliche Lehre. Also mal aufhören mit diesen Instagram. Ja, mit Instagram und, die ganze Zeit Selfies und sich selbst idealisieren und den ganzen filtern. Ja, genau. Aber es hat auch eine geopolitische Dimension. Wenn wir sehen, diese ganzen Kriege, die haben so eine große geopolitische Dimension. Jeder ist auf Profite aus. Wenn man jetzt den Nahen Osten sieht, man weiß, da das Rote Meer, was für Ressourcen da sind im Nahen Osten, dann die Straße von Hormus im Persischen Golf. Und jeder streitet sich quasi um diese Profite. Ne? Jeder möchte den Profit raus haben. Und da sagt der Islam hier, hab nicht dich im Fokus, sondern die anderen, Gott und die Mitmenschen. Und deswegen ist, glaube ich, ein unglaublich schöner Monat, um sich so weiterzuentwickeln moralisch, dass man einen Wandel erlebt. Und viele erleben diesen Wandel, moralischen und spirituellen. Und deswegen denke ich, das habe ich vorhin gesagt, sollte man sich nicht auf dieses juristische Gutachten fokussieren, sondern darauf, wie man sich wie man sich moralisch und spirituell weiterentwickeln kann. Auf den inneren Kern. Ja. Auf den inneren Kern. Haben wir noch was vergessen? Ich denke nicht, wir haben so viel gesagt. Das war schon mehr als Basics. Ja, ist schon ein bisschen schon. Ein bisschen drüber. Ein bisschen in die Fortgeschrittenen, aber doch im Wesentlichen Basics. Ja, ich denke auch, dass wir die wesentlichen Basics haben. Ja, herzlichen Dank, Herr Khalid. Danke sehr. Danke sehr danke für die Fragen. Für den Besuch. Interessantes Format. Danke sehr. Ja, das war's für heute, die erste Folge unserer neuen Reihe Basics. Wenn Sie sich gefragt haben die ganze Zeit, Ahmadiyya Muslim Jamaat, da wüsste ich doch gerne mehr, klicken Sie hier die Folge. Wir haben gesprochen mit dem Bundespressesprecher vor einigen Jahren schon, immer noch gut. Und wenn Sie die Reihe noch nicht abonniert haben, hier ist der Klick. Bis zum nächsten Mal.